Bum, ba, bo, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bo, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 2, Part Nummer 45. Ja, im letzten Part haben wir nach ein paar Fehltritten erfolgreich den Eisenkönig besiegt, der am Ende viel leichter war als gedacht. Und was wollte ich? Also, ich wollte ja ein paar Sachen machen, die ich im letzten Part dann verpeilt habe. Unter anderem auch sagen, dass ja für die einen oder anderen, die vielleicht auf ein. Auf eine kleine Roomtour warten, weil ich habe ich habe meinen Raum hier renoviert. Das wird noch ein bisschen dauern, weil noch nicht alles aufgebaut ist. Ich habe nämlich einen Schrank bestellt, der eigentlich hatte ich gedacht, dass es ein normaler Schrank wäre, der immer da ist, wenn man ihn im Geschäft abholen möchte. Aber es kann sein, dass er, ja, zwischen einer bis drei Wochen kann das dauern, bis der Schrank da ist. Ja, und da das ein großer Schrank ist, wo das meiste Zeug reinkommt, sieht es bei mir halt noch nicht ganz aufgeräumt aus, wie ich es gerne hätte. Deswegen das noch ein bisschen dauern wird. Aber es wird noch kommen, keine Angst. Ist halt nur eine Frage der Zeit. Wie so oft. So, ich wollte erstmal das verbrennen, gell? Also das verbessert ja die Estus-Verkurs, genau. Da habe ich noch überlegt, warum man das überhaupt nochmal machen sollte. Und was mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen ist, immer mal wieder. Wenn man sich mal, ja, ich möchte da auch weg wieder. Wenn man sich meinen Anzug hier anguckt, da ist da hinten immer diese, ja, dies, wenn man sich so anguckt, da ist sie immer nach oben geklappt. Aber eigentlich ist die unten, wenn man sich das hier so anguckt. Ich weiß auch nicht, warum die immer mal ein bisschen nach oben und unten geht. Ich habe erst gedacht, dass es vielleicht irgendwie an dem Wind liegt, aber das bleibt irgendwie manchmal hinten einfach an der Seite hängen. Also nur so Kleinigkeiten, wo man halt so drauf achtet. So, das wollte ich. Dann wollte ich die Glut abgeben, ja. Das war ja noch das andere. Gott, wo war jetzt nochmal der Porter? Das ist natürlich auch wieder so die Sache, wenn man tausende Wege hat. Irgendwo hier war das doch, oder? Das war Niemandswerft, okay. Verlorene Festung auf jeden Fall, aber irgendwo. Mit das. Ja, genau hier. Ist auch schön, dass halt dann dort mal dran steht, wo man hin muss. Also, exakt, wie das Gebiet heißt, wo man sich hinporten will. Und ich muss ja aufpassen, ich habe halt jetzt mein Mikro ist ein bisschen anders hingestellt. Ich bleibe hier immer wieder am Kabel hängen. Also eben gerade, nicht in der letzten Folge. Und ja, ihm gebe ich dann halt jetzt mal die Glut. Na, Kollege? Flame, flame. I smell flame upon you. I'm MacDuff, the blacksmith. All I want is a little flame. Die darfst du gerne haben. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Hey. Ich denke jetzt eigentlich, dass er so freundlich ist und dann will er sie einfach wie am besten gleich dahinten greifen. You've got stones, I pray. Give me stones and I'll fortify your gear. So, es ist auf jeden Fall ein Schmied, mit dem man auch was anfangen kann, aber erstmal mit ihm quatschen. Flame, dear Flame, I give you my all and you wavered and faltered. Der flirtet nun mit seiner Flamme. Waffe durchdringen? Durchdrücken? Durchdringen, denke ich mal. Es kann gut sein, dass der hier für die, dafür da ist, dass man halt Waffen mit den Seelen verbinden kann. Aber mal gucken. Was sitzt mir denn? Was ist denn hier alles da? Durchdringung. Ja, mich würde gerne interessieren, was genau er dann macht, weil es wird mir nichts angezeigt, irgendwie. Kann ich meinen Hammer durchdringen? Oder macht er die kaputt? Nicht, dass er dass das dann das Problem, die Sache ist. Wo ist denn eigentlich mein Hammer? Hallo? Ah. Ja gut, okay, ich sehe es gerade. Der wird wohl den Hammer nicht hier drin haben, weil der Hammer eine besondere Waffe ist, die nicht verwandelt werden kann. Und deswegen sie halt auch nicht da ist. Okay, dann gucken wir mal, was ich daraus machen könnte. Ah, okay, warte mal. Man kann den verschiedene Elemente geben. Okay, also Magie, Feuer, Blitz. Das war Dunkelheit, denke ich nochmal. Dann haben wir hier Gift, Blutung. Was ist das? Ach, das ist Robustheit, glaube ich. Ne, Krut. Und unten steht es ja Krut. Ah, okay. Also er kann halt alle Elemente, je nachdem, ob wir den Stein auch dafür haben, auf die Waffe packen. Hier haben wir einen Magiestein, der, keine Ahnung, nochmal was macht. Und alter, irdischer Stein.
Der würde das Ganze sogar schlechter machen, oder was? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einer, der wieder alles auf Null zurückstuft. Aber man sieht halt hier, auch wenn man jetzt hier jetzt daraus eine Feuerhellebarde machen würde, als Beispiel, dann würde auch die physische, der physische Damage wieder nach unten gehen. Und es ist natürlich die Frage, ob man, ja, ob man das eine oder andere überhaupt will. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mein Feuerschwert, deswegen brauche ich kein Feuer. Ich habe Blitzbogen. Deswegen würde ich überlegen, ob ich halt ein Gift... Ich würde ja Mitternacht machen, aber ich habe ja gar keinen Stein dafür. Würde Gift Sinn machen? Und einen Fahlstein habe ich natürlich auch nicht. Also, Zauber macht mehr Sinn als Magie. Soll ich daraus ein Gift machen? Ne, wisst ihr was? Ich lasse das nochmal. Weil nur... Also soll einfach abhauen. Wie gemein. Ja gut, okay, aber ist gut zu wissen, dass wir diese Fähigkeit haben. Also die Möglichkeit haben, eher gesagt. Warum geht eigentlich diese Tür nicht auf? Jetzt geht es auf einmal auf. Festungsschlüssel. War das derselbe Schlüssel, den wir, ich wollte mir gerade überlegen. Den wir benutzt haben. Den wir bekommen haben von der einen, von dem roten Phantom. Festungsschlüssel. Kann gut sein. Kann gut sein. Ja gut, nicht weit ablenken lassen. Dann hätte man das hier gar nicht aufbrechen müssen, gell? Dann hätte man ja quasi, wenn man den Schlüssel gehabt hätte, hätte man das hier aufgemacht. Es sei denn, man hätte es nur von der anderen Seite aufmachen können. Ich weiß nicht. Egal. Egal. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zu unserem, zu unserem ehemaligen Eisenkönig, bevor ich hier noch mehr rummache. Vollmondsichel. Eine große Sichel mit runder Klinge. Die dünne mit Bradenstahl. Also, Stahl, ja. Verstärken irgendwas. So, bei dem... Ja gut, ich muss eh runter. Was mache ich denn hier? Bei dem einen Typ wollte ich gerade sagen, dass ich halt die... Ja, die Lanze da oder den Speer... So, ich habe ja den Hammer abgelegt, gell? Deswegen habe ich vermutlich auch nicht gesehen, weil ich ihn gar nicht ausgerüstet hatte. Kann natürlich sein. Aber den Hammer müsste ich eigentlich auch ungern in eine andere verwandeln. Wo ist denn jetzt mein Hammer? Bin ich blind? Ach, da ist er. Der sieht aus wie eine Axt, deswegen. Ja. Ich glaube sogar, die helle Bade ist aktuell ein bisschen stärker sogar, gell? Ja. 227, 199. So. Aber dadurch, dass der Hammer halt hier jetzt gerade besser für den Gegner ist, vielleicht auch nicht. Warte mal, ich gehe nochmal auf den Speer. So. Na, Kollege? Na gut, blocken brauche ich ja eh nicht. Ne, macht gar keinen Schaden. Also, man merkt schon einen Unterschied zwischen... Upsala. Ob man halt, eine Stichwaffe hat oder halt, ja, man sieht halt hier, oder halt eine Waffe, mit der man halt wirklich, knüppelmäßig zuschlägt, macht immer noch einen Unterschied. Ich denke mal, dass die Hellebarde besser für die Gegner gedacht ist, die jetzt unbedingt nicht gepanzert sind, macht vielleicht sogar mehr Sinn, ist vielleicht sogar irgendwo logisch, aber okay. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Ich kann mir eigentlich fast denken, dass man hier vielleicht die Lava runter sinkt. Oder es geht halt unterirdisch unter der Lava weiter. Keine Ahnung. Könnte hier alles sein. Aber auf jeden Fall aufpassen hier. Okay, oder es ist halt wieder auch nur hier so ein ganz dummer Ich-porte-mich-weg-Raum. Dann halt nicht. Dann halt doch nicht mit Lava und Co. Das ärgert mich ein bisschen, aber gut. Das war ja bei der anderen Seele genauso. So, Leuchtfeuer des Eisenschlosses. Ja, wurde erneut entzündet. Nur was bringt mir das Ganze? Keine Ahnung. Ich port mich einfach direkt weg. Man kann sich ja nicht mal dran irgendwie irgendwas machen. Keine Ahnung. Ja, da hätte ich mir den Weg auch sparen können. Das ist ja auch gar, ist ja auch eins, worum man sich nicht zurückporten kann. Nicht wirklich.
Aber gut, das wird dann wohl oder übel heißen, dass das Gebiet jetzt abgeschlossen ist. Mal abgesehen vom Schmelzer-Dämon, aber den mache ich dann irgendwann später, denke ich mal. Wenn ich noch ein bisschen, wenn ich meinen Hammer vielleicht noch ein bisschen upgrade habe oder sowas. Sie sagt dir nichts Neues, gell? Nee. That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. Hä? Was für eine Ruine? The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Ja, das ist mir schon. You have precious little time. Also ich könnte mir jetzt ganz, ganz grob vorstellen, dass sie vielleicht eben noch von der Sünderin gesprochen hat. Weil ja dieses ganz kleine, ich bleib schon wieder am Kabel hängen, dieses ganz kleine Vieh, was in das Auge irgendwie von der Sünderin gekrabbelt ist. Und das mit dem, wenn man sie auf einem helleren, also das halt links und rechts, dass man vielleicht die Fackeln anzündet, dass dann das damit gemeint war. Oder sie meint doch einen anderen Gegner, kann auch sein. Okay, dann, ja, gut, passt schon. Dann werde ich jetzt wohl übel in dieses Loch gehen. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein, wo ich noch sonst hinkönnen könnte. Oder ich habe es halt vergessen. Ich war ja ganz oben an der Erdenspitze. Bin ja halt zum Feuer gekommen. Klar, der Schmesserdämon noch. Ansonsten halt hier noch das Ganze. Die Leiter führt mich ja jetzt ganz runter. Aber ich glaube, wenn ich die Sachen hier haben will, muss ich runterspringen. Führte mich auch ganz runter. Nicht, dass die Leiter jetzt nur 3 Meter groß ist. Und hier wird es ja auch mal direkt wieder dunkel. Okay, also man sieht halt hier überall. Man könnte ohne Leiter halt auch Stück für Stück runterspringen. Aber ja, ich habe so leichte Schandstadt-Feeling hier. Und Bingo meinte ja auch, dieses Gebiet hat er gehasst. Und ich gehe mal schon so ein bisschen davon aus, dass Bingo ähnliche Fähigkeiten haben wird wie ich vorhin. Hier geht eine Leiter runter, hier geht eine Leiter wieder hoch. Also, dass er gut einschätzen kann, was schwer ist und was nicht, das habe ich damit gemeint. Sag mal, ich dachte, die Leiter geht ganz runter. Oder muss ich dafür jetzt noch mehr bezahlen? Ah, hier geht's rein. Verschlossen. Ja, hallo? Mach auf! Was soll denn das? Da geht's auch noch rüber, aber ich kann da gar nicht rüberspringen, oder? Nee, ich kann ja an der Leiter nicht runterlaufen. Also ich kann hier, seht ihr, ich bleib hier hängen. Super, warte mal, ich gehe nochmal hoch und rede nochmal mit dem Leiterpenner da. Ich keine Ahnung, ich habe ja viel bezahlt. Vielleicht hätte ich wenig bezahlen dürfen, sollen. Dass der quasi Stück für Stück die Leiter baut. Oder vielleicht, dass er an anderen Stellen noch eine Leiter hinsetzt. Ich habe keine Ahnung. Würde ja wohl Sinn machen, dass er mir vielleicht noch ein oder andere Seele abknüpft. Man merkt schon, dass es ziemlich hoch ist, gell? Bin ich bald mal oben? Wo hat er überhaupt das ganze Holz her für diese Leiter? Jetzt würde man sich natürlich einen Aufzug wünschen. Ey, du Penner, mir bringt deine Leiter nichts. Hey. Well, that's fine. But if you want my help. Ach so, das gibt 3 verschiedene Leitern oder was? Na gut, dann bauen wir halt alle. A very reasonable just you. Ja gut. Dann bauen wir halt 3 verschiedene Leitern, aber ich frage mich ja trotzdem, wenn ich jetzt die größte Leiter gebaut habe, unten, warum ist zu? Warum ist er unten zu? Da fehlt mir ja, entweder ein Schlüssel oder von der anderen Seite. Nicht, normalerweise steht ja dran, dass man von der anderen Seite dann drankommt. So, ja, jetzt haben wir eine 2. Leiter oder was? Oder hat er jetzt die eine Leiter, die dran stand? Ah, ne, okay. This ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Ja. Dann lass uns noch die letzte Leiter bauen. Alles klar. You just don't get it. Fine then. Now it's my turn. Ich denke mal, dass er halt je nachdem,
wie groß halt die Leiter war, dass er dann einfach hingeht und sagt, jetzt baue ich dir nur so eine 5 Meter Leiter im Vergleich zu dieser 200 Meter Leiter von eben. So, bevor ich nochmal runtergehe, gehe ich dann nochmal kurz in die Villa rein, weil vielleicht erzählt mir ja der eine Typ noch was wegen einer weiteren Flamme. Weil es kann gut sein, dass damit einfach die Leuchtfeuer gemeint sind. This ladder's not for sale. Ja, ich hab's verstanden. The only thing's ice. Ich weiß zwar nicht unbedingt, was er jetzt Cheers for that. immer was sagen will mit dieser Miniaturleiter. Ich glaube, dass ich einfach nur kaufen soll und irgendwo hinstellen. Keine Ahnung. Also, der war ja ums Eck. Ja, ich weiß, ich sträub mich noch so ein bisschen davor. Aber ich war ja schon unten und es ging nicht. So. Aber warum brennen drei? Ich habe ja bisher nur zwei große Seelen, deswegen, aber gut. Ah, yes. There is something I wanted to tell you. I was born in the land of Mira. Mira is also the home of an infamous killer, a knight in name alone. He was locked in the dungeon for multiple murders. But shortly before his execution, he managed to escape. Okay. And the other day, I saw a fellow with a striking likeness. And then, wait. Na, das hab ich da vergessen, oder was? Well, I think he looked rather similar. No, it's true. I saw just such a man, I swear. I believe his name was Cray something. I believe. They shared some resemblance, I think. Hat mir einen, der Cray hieß? Also ich weiß ja noch den einen, der ja gut, habe ich auch den Namen vergessen, aber in der Erdenspitze, da war ja noch dieser eine Typ, der gemeint hat irgendwie, dass ich irgendwo weitergehen soll, bla bla. Also der halt schon ganz am Anfang da war. Und wir haben ja einen anderen Typ befreit, der irgendwie gemeint hat, dass er sich rächen will, weil er irgendwie von dem verarscht wurde. Aber was genau jetzt die beiden verbindet oder ob die überhaupt voneinander verbunden sind, weiß ich leider nicht. Sagt er vielleicht noch Even was? more flames have appeared. Ja, das habe ich gesehen. I don't know what causes it. Würde mich nicht wundern, wenn dann hier am Ende irgendwie was aufgeht oder sowas. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. Das wird wohl daran liegen, dass das quasi Mini-Leuchtfeuer sind. Und wir wissen ja alle, wir mögen Leuchtfeuer. Wir mögen zwar kein Feuer, wir mögen Leuchtfeuer. Und hier war nur ein einziges Mal Skelett. Es sei denn, ich mache hier alles irgendwie, ja. Also, dass ich halt die Welt resette. Quasi auf Nugen Plus mache. So, aber genug herumgeeidelt. Ein bisschen Information haben wir bekommen. Ich finde es interessant, dass er von irgendeinem Mörder spricht. Also entweder der eine oder der andere. Und ich denke mal, dass das Game so ein bisschen mit einem spielt. Weil man ja Demon's Souls und Dark Souls gewohnt ist. Weil da auch Typen waren, die den einen oder anderen NPC getötet haben. Bei Demon's Souls habe ich ihn leider nicht gefunden gehabt. Aber gut, dann gehen wir mal die verschiedenen Leitern. Das war die kleine Leiter, gell? Die war ja. Oh. Ah, man könnte man zumindest an das eine Teil drankommen, indem man quasi nur so leicht runterspringt. Gut, dann machen wir das einfach mal. Wow! Ich lebe noch! Alter! Wie habe ich das denn überlebt? Krass. Wie viel fehlt eigentlich jetzt? Ah, immer noch nicht ganz, aber gut. Schimmernder Lebensstein. Okay, gut. Die erste Leiter war ein Joke. Aber ich fand es krass, als ich es überlebt habe. Das war schon fast Glück. Ah, Weißverkünder. Okay, sehr schön. Jetzt will ich auf jeden Fall erstmal an diese Leiter da dran. Die bringt mir aber auch nichts, wenn ich mir das mal so angucke. Warum kriege ich dann unten das Ding nicht auf? Dann bringt mir ja die Leiter an sich gar nichts, wenn ich die Türen unten nicht aufkriege. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal den Ring. Ring des Bindens.
Wo haben wir ihn denn? Den Katzenring und irgendwie macht der komische Geräusche, also oder bleibt mit dem Fuß so komisch hängen. Er wippt so ein bisschen. So, alles klar und ja, dann werde ich mich noch einmal heilen. Das macht vermutlich mehr Sinn, weil ich habe jetzt extra den Ring abgelegt, der wollte ich gar nicht. Ich bin gerade so ein bisschen verpeilt. Ich wollte, ja, mir eine Menschlichkeit nehmen. Und der ist am besten auch noch, ja. So, alles klar. Einfach nur, damit ich wieder maximale Leben habe. Ihr wisst es ja. Hat die... Hallo, du hast doch den Estrus-Falkor gerade getrunken. Warum? Ach so, weil ich es falsch rumgemacht habe, deswegen. So, okay, dann hoffen wir mal, dass ich hier nicht jetzt zu tief falle. Boah, ey, selbst der Ring bringt einem nichts. Aber wie gesagt, diese eine, also genau diese eine Lücke, wo ich jetzt hier drunter bin, da ist die Tür verschlossen. Giftiges Moos. So, okay, gut. Dann bin ich jetzt schon mal hier. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Und ich merke gerade, ja, das andere Leuchtfeuer hat mich nicht aufgefüllt. So, hallo? Heiligengrab, okay. Und hier ist direkt ein Leuchtfeuer. Und wir haben was von einem Rattenkönig gehört. Zumindest erinnere ich mich an irgendwas. Und mich erinnert halt dieser Kopf noch gleichzeitig daran. Okay, dann haben wir hier zumindest ein Leuchtfeuer. Da müssen wir nicht mehr so unnötig klettern. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum die Leitern überhaupt dann dran waren. Wenn ich sowieso runterspringen musste. Es sei denn, es gab irgendeinen anderen Weg, wo diese Tür geöffnet werden kann. Ich habe keine Ahnung. So, ja. Ich gehe halt hier mal mit meinem Speer unterwegs, weil es hier so eng ist. Oh. Okay, den kann ich nicht anvisieren, aber... Hallo? Bist du irgendwie beinlos oder kniest du nur? Also du kniest dann irgendwie nur. Keine Ahnung. Ich hoffe, das steht nicht auf, wenn ich weiterlaufe. Eieiei, okay. Nein, nicht mit dem Kopf an die Wand. Also wie gesagt, solange mir halt Typen nichts machen, lasse ich die gerne in Ruhe. Wenn sie halt mich dann angreifen, dann kriegen sie auf die Schnauze. Und wo bin ich hier eigentlich jetzt genau? Oh, da hinten ist irgendwas. Ah, ist eine Ratte. Ratten bin ich ja eigentlich von Dark Souls gewohnt. Aber hier steht der Typ auch noch auf. Sind ziemlich viele Ratten. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber... Ich glaube, der Speer war nicht unbedingt die beste Wahl. Na komm, ich sehe was an. Oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Weil ich dann halt beim Schlag auch noch blocken kann. Und was sehe ich da gerade? Die können mich versteinern. Normalerweise, ich weiß gar nicht, die konnten einen vergiften. Ja, vergiften konnten sie einen bei Dark Souls, aber hier... Ja, zum Glück habe ich gute Steinresistenz, sage ich einfach mal. Ich glaube, ich nehme mal besser meinen Hammer. Die sind, glaube ich, dann anfälliger dagegen, ja. Und du? Du hast natürlich ausgenutzt, dass ich dich in Ruhe gelassen habe, gell? Oh, Heimatknochen, sehr schön. Das war jetzt unnötiger Treffer, aber gut. Es sind ziemlich viele Ratten. Große Seele, denn namenlose Soldaten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Ratten nicht das Einzige waren, was es hier gibt. Und hier kann ich natürlich nicht rein, weil ich zu groß bin. Wie komme ich denn eigentlich in die Mitte? Frage ich mich gerade. Da ist ein Loch. Muss ich da von oben runterspringen? Da hängt auf jeden Fall ein Skelett. Nö, hier gibt es keinen Eingang. Dann muss ich von dem Skelett aus wohl nach unten springen, oder was? Kann ich das abschießen? Probier's einfach mal aus. So. Hallo, du. Sieht aus wie so ein Sarg, der nach unten gerutscht ist und dann ist der da hängen geblieben. Na komm, schieß. Er schießt einfach durch, okay. Dann hat sich das. Schade eigentlich, dass der Speer doch so ein bisschen zumindest rüppel schlecht, aber ich denke mal, Knüppelklassen sind halt, wie gesagt, in manchen Situationen besser und erinnert mich hier jetzt noch mehr an Dark Souls 1. Ich sollte eigentlich nichts sagen, weil die Leute gibt ja Leute, die spielen, haben vielleicht Dark Souls 1 noch nicht gespielt. Aber da gab es halt auch, ja, sowas ähnliches hier.
Also Ratten auf jeden Fall, okay. Mich würde es nicht wundern, wenn es hier auch noch Skelette gibt, wenn ich mir... Da hinten ist auch noch so ein Heinzel. Hier sind noch mehr Ratten, okay. Kommt ihr her, ihr Ratti, Ratti, Ratti? Oh ja, okay. Der Hammer ist definitiv besser gegen die Viecher. Der lebt noch. Also einmal fett auf den Kopf und die Ratte ist... Ich wollte gerade sagen, was unter... Da war ein Item, aber hier gibt's... Okay, hier muss man also einen haben, damit man hier eine Abkürzung hat, okay. Also ich denke mal, dass jetzt die Brücke darunter geht. Ich werde es einfach mal machen. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist. Könnte ja auch sein, dass da jetzt irgendwie so ein Monster auf mich zukommt. Okay, alles klar. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mehr Sinn als... Oh, hier geht's ja auch noch. Achso, das ist derselbe Weg. Warum gibt es denn jetzt so viele davon? Was soll denn das auf einmal? Na, glatter, seidiger Stein, 3 Stück sogar. Es wundert mich jetzt ein bisschen, warum auch hier einer ist. Und da ist ja Wasser. Nein! aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier lang. Einfach nur mal, um zu gucken. Da ist eine Leiter, okay. Ja gut, also das wäre jetzt quasi der normale Weg, würde man keinen Pharos Wahrheitsverstärker, Wahrheitsverkünder haben, so rum. Was haben wir hier? Oh! Gott, mein Controller gerade vibriert und... Gut, es ist ein... Hier gibt's überall! Das ist der... Aber wo ist denn der... Oh, hallo? Roy, du hast keine Rüstung an? Oh, das ist ein Faustkämpfer. Na? Na, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. So, okay. Aber der war jetzt nicht wirklich stark. Hallo, Ratti. Einfach mal plattmatschen. So, wo ist mein Menschenbild? Genau. Okay, hier gibt es überall... Ja. Wahrheitsverkünder. Alter! Also so viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt weiß ich zumindest, was Bing Boom meinte. Es kann auch gut sein, dass er speziell diesen Raum hier meinte mit, hier gibt es ganz schön viele Wahrheitsverkünder. Ist es hier quasi wie so eine riesige Schatzkammer, wo man dann Stück für Stück die... Wo kommt die Ratte denn jetzt her? Und warum leuchtet die so komisch? Oder haben die alle schon so geleuchtet? Keine Ahnung. die kam vermutlich von der Seite hier. Oh, da ist eine Nebelwand. Ich höre ja wieder was. Hm. Okay, dann weiß ich zumindest, für was die ganzen... Gott. Ist das krass hier. Wobei ich mich natürlich frage, ob die alle überhaupt was bringen und hier ist direkt auch wieder ein Leuchtfeuer. Okay. Okay, nicht vergessen, wenn ich mich auf das Leuchtfeuer setze, ist natürlich dann... sind die ganzen Ratten wieder da. Okay. Dann wird da vermutlich vielleicht ein Gegner sein, vielleicht auch nicht. Aber ich würde gerne mal unten kurz über die Brücke gehen, damit sich das... Wo kommt denn die Ratte jetzt wieder her? Respawnt die oder was? Ich habe mich ja nicht ans Leuchtfeuer gesetzt, ich habe sie nur angemacht. Hä? Oder springen die aus dem Wasser raus? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Ich sehe, ich habe auch gar nicht gesehen... Doch, die kommen aus dem Wasser raus, oder? Kann ich hier jetzt Ratten farmen oder was? Also es ist auf jeden Fall klar, dass es hier wohl irgendwie so einen Rattenkönig geben wird, aber irgendwie... Die Partzeit neigt sich dem Ende. Verdammt. Aber ich möchte trotzdem mal kurz die Brücke abchecken. Ah. Also das Gebiet ist nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt anfangs dachte. Vielleicht wird es hier noch schlimmer, kann ja sein. Aber hier die ganzen Wände hier, das ist... übertrieben. Es kann natürlich auch sein, dass sie nur irgendwie Licht machen oder irgendwas. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall diesen einen hier, der sich gelohnt hat. Hoffe ich doch. Hallo Ratten. Versteinerte Ratten. Hallo? Okay, die Ratten sind... Oh, 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 oh. Heißt es jetzt, das soll mich warnen? Ich gehe erstmal hoch. Ui. Na ihr? Giftiges Moos, okay.
Also die Ratten sind nicht wirklich stark. Kann auch gut sein, dass ich halt gut gegen physische Verteidigung bin, aber irgendwie... Na, ich habe Angst. Ich gehe erstmal hoch, wie gesagt. Ich will erstmal kurz gucken. Eine Fackel. Flüstern der Verzweiflung? Ich habe bis gerade nicht geguckt, was für ein Item das war. War das ein Stein oder... Nee, ein Stein kann es nicht gewesen sein. War das ein Zauber? Hier? Flüstern der Verzweiflung. Setzt eine wortreiche Finsternis frei. Worte der Verzweiflung hallen in der Finsternis und schwächen die Abwehr des Gegners. Okay, also quasi so ein Debuff für Defense. Und hier war dann die andere Seite. Aber warum? Warum sollte man das machen? Um 5 Meter Weg zu sparen oder was? Kann man irgendwie bei einem der Särge irgendwas finden? Vielleicht? Oh, ich bin immer noch im Inventar. Ich wollte schon drücken irgendwie, aber... Ja, wohl nicht. Okay. Also war die Brücke hier quasi nur dafür, dass man an dieses Item hier kommt. War auch nur giftiges Moos, nichts Besonderes. Okay, gut, dann... Ja, dann wird mir wohl jetzt einfach übrig bleiben, als den Part zu beenden. Dann... Ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Dark Souls 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.